Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder recht herzlich zur Mali-Meditation am Sonntag. Ich habe eine Weile überlegt, was für ein Thema können wir heute nehmen. Aber ich war letzte Woche in Österreich bei einer Patientin und darum hatte ich gedacht, vielleicht ist heute das Thema Angst ein Thema, was Sie einmal interessiert und was ganz, ganz wichtig ist für Patienten, die krank sind oder gerade bei Patienten, die eine Tumorerkrankung haben. Aber dieses Thema Angst spielt auch eine enorme Rolle in unserer jetzigen Zeit. Ich möchte Ihnen jetzt erst einmal erzählen von dem Besuch in Österreich. Das war auch eigentlich eine sehr außergewöhnliche Sache. Ich war eingeladen oder beziehungsweise der letzte Wunsch einer Dame, die im Sterben lag, war es, mit mir zusammen und ihrer Familie die Mali-Meditation am Sterbebett zu machen. Das war für mich natürlich eine ganz außergewöhnliche Situation, weil in der Regel ist es so, die Patienten kommen zu mir, um mit mir zu meditieren, um wieder gesund zu werden. Ich bin dann nach Österreich gefahren, bin zu dieser Familie gefahren und habe dann erfahren, dass diese Dame schon einige Jahre diese Mali-Meditation mit ihrer Krebserkrankung für sich alleine macht und wollte aber jetzt, wo sie das Gefühl hatte und wo die Ärzte ihr auch gesagt haben, dass die Lebenszeit, die sie noch zu erwarten hatte, relativ kurz ist, wollte sie mit ihrer Familie und mit mir zusammen diese Meditation machen. Sie wollte das, um aus ihrer Angst herauszukommen. Das ist natürlich ganz logisch. Ich denke, dass jeder von uns Angst hat, irgendwann einmal zu sterben oder beziehungsweise wir wissen ja gar nicht so ganz genau, was uns erwartet. Es gibt ja viele Möglichkeiten, viele Ansichten, viele Theorien, auch viele Erfahrungen von Menschen, die einen Tod erlitten haben, beziehungsweise die auch wieder zurückgekehrt sind. Aber trotzdem ist es bei den meisten Menschen immer noch so, dass sie mit dem Tod nicht so eine große Freundschaft pflegen und doch mehr Angst davor haben. Und das war auch der Grund, warum ich dann da hingefahren bin. Und ich habe dann mit dieser Familie, also eine neunköpfige Familie, wir haben alle um das Bett der Dame gesessen. Wir haben dann gemeinsam diese Meditation gemacht. Wir haben gemeinsam gebetet. Und diese Dame war überaus glücklich, aber nicht nur diese Dame, die ganze Familie, aber ich auch. Warum passiert das? Wir machen eine Meditation und verbinden uns gleichzeitig vorher auch im Gespräch und im Gebet mit der allumfassenden Liebe Gottes und der Liebe Christi. Und was passiert dann? Diese Liebe und diese Kraft ist da. Sie ist spürbar. War für alle von uns spürbar. Und so haben wir dann gemeinsam diese Meditation gemacht. Und ihr war das, man sah es ihr an, sie war überaus glücklich. Und ich fuhr dann zurück nach München. Und am nächsten Morgen rief mich dann der Ehemann von der Dame an und sagte, dass seine Frau ganz friedlich am Morgen in seinen Armen eingeschlafen war. Sehen Sie, das ist etwas, das passiert, wenn die Angst weggeht, wenn die Angst verschwindet, dann öffnen sich neue Wege. Der Weg muss nicht in die Gesundheit sein. Der Weg kann auch bei einer schweren Krankheit in den Übergang sein, in das, was uns auf der anderen Seite erwartet. Und das hat diese Dame erfahren, aber wir haben das alle erfahren, was das für ein wunderschönes Gefühl war, diese Meditation in so einer Situation zu machen, angstfrei zu werden. Wissen Sie, wir leben jetzt im Moment in einer Zeit, wo die Angst im Grunde genommen einen Siegeszug feiert. Wir sind eine Menschengemeinschaft. Wir sind alle ein Teil aus der Liebe Gottes. Deswegen brauchen wir keine Angst zu haben, sowohl von der einen als von der anderen Seite nicht. Und lassen wir jedem seine persönliche Freiheit. Und wenn wir im Glauben stehen, haben wir keine Angst. Sowohl vor der als vor der anderen Seite nicht. Ich nehme sehr gerne das Beispiel von Albert Schweitzer. Der Albert Schweitzer war nicht geimpft.
und hat jahrelang in einem Lepra, in seinem Lepra-Krankenhaus gearbeitet. Er ist nie krank geworden. Warum? Weil er nicht mit der Angst behaftet war. Ich sehe es doch jedes Mal wieder, wenn ich Patienten hier habe, die mit den Familien hierher kommen, wo einer der Familienangehörigen krank ist. Das Problem ist gar nicht die Krankheit. Nein, im Vordergrund steht eine unwahrscheinliche Angst. Die Angst, ich könnte an dieser Krankheit sterben. Die Angst der Angehörigen. Wir könnten unseren geliebten Mann, unsere geliebte Frau verlieren. Wenn wir nachher die Gespräche hier haben, wenn ich diese psychoonkologischen Gespräche mit dem Patienten führe, meine Aufgabe ist es, den Patienten und die Familie aus der Angst herauszuführen. Und was passiert dann? Heilung. Heilung geht nur, wenn derjenige, der krank ist, angstfrei ist. Und angstfrei wird er wieder, wenn er seine Spiritualität aufbaut, wenn er aus der Angst herausgeht, wenn er wieder die Hoffnung hat, die Hoffnung, dass er heilt. Das ist so wichtig, die Hoffnung, dass er heilt. Das ist ganz wichtig auch für alle Ärzte, die so schwer kranke Menschen behandeln. Nehmen Sie ihnen nicht die Hoffnung mit einem lapidar dahingesagten, Sie haben sowieso eine Lebenserwartung, die vielleicht maximal noch ein Jahr ist. Damit zerstören Sie diesem Menschen alles und Sie erteilen ihm ein Heilungsverbot. Das geht gar nicht. Wie wollen Sie denn, dass dieser Mensch überhaupt noch einigermaßen Lebensqualität bekommt, geschweige denn gesund wird? Das geht nicht. Wir brauchen dieses innere Vertrauen, diese innere Stärke, um aus der Angst herauszukommen und die ganze Familie, dass sie aus der Angst herauskommt, um erst einmal wieder Lebensqualität aufzubauen, wenn man krank ist. Und wenn das passiert, habe ich schon bei vielen, vielen Patienten gesehen, auf einmal schlägt die Chemotherapie an. Ja, wie soll eine Chemotherapie wirken, wenn der Patient sie mit Angst und Grausen in sich hineinspritzen lässt? Er blockiert sich doch komplett selbst. Wie soll da eine Heilung passieren? Solange der Patient die Hoffnung hat, zu heilen, besteht wirklich die Möglichkeit, dass er heilt. Es ist egal, bei welcher Erkrankung. Ich habe alle möglichen Patienten hier mit allen möglichen Tumorerkrankungen. Und bei allen Erkrankungen passieren immer wieder die Wunder, dass die Patienten heilen. Die Wunder, dass die Patienten viel, viel länger leben, als ihnen prognostiziert ist. Aber noch ein ganz anderes Wunder passiert. Dadurch, dass sie aus der Angst heraus sind und auch die Familie, sind sie wieder glücklich. Sie haben wieder ein Leben miteinander, an dem sie sich erfreuen können. Und das ist das, was diese Meditation macht. Diese Mali-Meditation ist ein Hilfsmittel, um aus der Angst herauszukommen. Und das möchte ich, dass wir das heute wieder gemeinsam machen. Gehen Sie aus der Angst, gehen Sie in die Freude. Gehen Sie liebevoll mit Ihren Mitmenschen. Und so gehen wir heute in diese Meditation. Liebevoll mit all den Menschen, die einmal angeschlossen sind heute, mit dieser Mali-Meditation am Sonntag, aber auch danach mit den Menschen, mit denen wir weiter umgehen. Ich wünsche Ihnen jetzt gemeinsam mit mir eine wunderschöne Meditation für diejenigen, die krank sind, die ängstlich sind. Kommen Sie aus der Angst, gehen Sie wieder in dieses Gottvertrauen. Wir setzen uns jetzt wie immer ganz entspannt hin, eine Hand aufs Sonnengeflecht, eine Hand auf das Herz. Wir schließen die Augen, gehen in eine ganz ruhige, flache Bauchatmung, atmen ein und wieder aus. Nur dieser